Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt habe ich Weihnachtsurlaub, 3 Wochen. Ab heute, den 9.12., ja, habe ich wieder genug Zeit, Filme zu schauen. Ja, auf jeden Fall geht es ja jetzt wieder um Filme. Ich habe mir 2 Filme besorgt. Einmal von eBay, das ist der hier. Mediabook und eine Blu-ray von Facebook, von einem Verkäufer, von dem ich schon öfters bestellt habe und den ich auch vertraue. Machen wir mal das Mediabook erst auf. So, und zwar habe ich mir geholt, da freue ich mich schon auf die Sichtung. Hier ist ein Gutschein. Weiß nicht, ob ich den euch gebe. Eigentlich warum nicht? Den brauche ich eigentlich gar nicht. Weil ich bestelle da ja nicht. Und zwar hier habe ich einen Gutschein von Alive. Im Alive Shop Gutschein 5 Euro. Könnt ihr euch ja abschreiben. Da könnt ihr den da einlösen. 5 Euro Gutschein. Ja. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir geholt Sputnik im Mediabook. Das gibt es nicht im Mediamarkt. Nicht, also im Mediamarkt war ich bei uns, da gab es das nicht. Das gab es wohl wieder nur online. Ich habe es mir erst gekauft bei eBay für 20 Euro. Das Cover finde ich schon mal sehr cool. Das soll ja so ein Alien-Film sein. Lesen wir mal vor. Ein nervenaufreibender Sci-Fi-Thriller. Düster, atmosphärisch und blutig. Sowjetunion 1983. Nachdem der Kontakt zur Besatzung bereits einen Tag zuvor vollständig abgebrochen gewesen ist, stürzt das sowjetische Raumschiff Orbit 4 schwer beschädigt auf heimatlichen Boden ab. Einzige Überlebende der gescheiterten Mission ist Kommandant Veshnikov, der sich nach dem Absturz trotz seiner schweren Verletzung überraschend schnell erholt. Nach einem abgelegerten Forschungslabor soll die Psychologin Tanja den Mann nun unter strengster Geheimhaltung untersuchen. Gleich in der ersten Nacht wird sie Zeugin eines unfassbaren Ergebnisses. Aus dem Körper ihres Patienten bricht ein Wesen hervor, das fast so groß ist wie ist, das fast so groß wie der Wirtskörper selbst ist. Etwas ist mit dem Kosmonauten auf der Erde zurückgekehrt. Oh, geil. Ist wohl so wie der Film hier, der Alien-Film von James Cameron, Alter. Teil 1, oder es war Teil 1 von James Cameron? Auf jeden Fall Alien 1, wo auch der einer ein Alien mit ins Raumschiff nimmt und dann das Alien ausbricht. Hier haben wir die technischen Daten. Der Film läuft 113 Minuten auf Blu-ray und auf DVD 109 Minuten. Ist von Cape Light. Hier ein paar 10 Bilder. So, dann wird das Ganze geöffnet. Den Film will ich auf jeden Fall nachher gucken. Das soll limitiert sein. Ab 16 und der FSK-Platschen ist dieses Mal drauf auf Metabook. So, und da haben wir einen Pappschuber. Ja, Quatsch. Ein Blatt. Ein Datenblatt. Also das ist das Datenblatt. Das war hinten drauf. Und hier haben wir einen Schrank. Ein Regal mit den ganzen Cape Light Mediabox und hier ist ein neues Archiv. Das will ich nicht holen. Der Film interessiert mich eigentlich, glaube ich, gar nicht. So, dann haben wir hier hinten drauf das Alien. Alien sieht richtig cool aus, ey. Und das Mediabook ist matt gehalten. Nichts mit hochglänzend. Hier haben wir den Spine. Der schaut so aus. Dann gehen wir mal ins Innere. Hier haben wir erstmal die Blu-ray. Die schaut so aus. Ja, da fangen wir an. Die Seiten sind so matt.
Das ist ein geiles Artwork. Alter, wenn so das Media, wenn so das Alien aussieht im Film. Oh, geil, Alter. Hier eine Szene aus dem Film. Oh, ich freue mich auf den Film. Der wird nachher gleich geguckt. Hier haben wir ein paar Konzeptzeichnungen, glaube ich. Oh, hier wieder Szenenbild. Oh, guck dir das Bild mal an. Das sieht auch geil aus. Das ist ein geiles Bild, Alter. Aber der Mediabook ist ganz, ist gut. Matte Seiten aber nur. Und hier die DVD. Und dann mit so einem Innenartwork. Das soll die Erde sein, glaube ich. Und hier haben wir hier so ein Artwork so ganz rüber. Und das ist wo die Wissenschaftlerin, keine Ahnung, ich habe den Film noch nicht gesehen. So, und dann kommen wir jetzt gleich zu meiner Blu-ray, die ich mir noch besorgt habe. Und zwar ein Film, den ich schon mehrmals in der Sammlung habe. Den Film, den ich sehr gut finde. Und zwar habe ich mir noch besorgt die Uncut-Fassung von John Rambo. Habe ich mir jetzt noch in der Emery geholt. Ihr wisst ja, ich hab ja das Steelbook, das Mediabook, das Amazon Steelbook, 91 Minuten. Hier ist die Uncut Blu-ray drin. Habe ich mir jetzt gekauft für 15 Euro. War auch ein guter Preis, finde ich. Okay, das war, was ich mir besorgt habe. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.